Welcher Rapper jetzt einen Polizeieinsatz auslöste und deswegen Terrorverdacht, das lösen wir jetzt hier mal auf. Das bei Up to Date. Und zwar geht es um den Rapper Chanbera, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Der hat nämlich ja ein kleines Musikvideo in Nürnberg drehen wollen und da haben so einige mit Schreckschusspistolen geschossen. Und das ist dann nicht so gut ausgegangen. Ist die Polizei dann mit Maschinengewehren und sonstiges angerückt und hat die Sache aufgelöst. Und das könnte jetzt für den Rapper sehr, sehr teuer zu stehen kommen, denn es wird jetzt ermittelt, weil es wurden mehrere Waffen dort irgendwie auf einer Mauer gefunden. Das alles wurde ja irgendwie in einem Parkhaus produziert, das Musikvideo, was er drehen wollte. Und Schlagstöcke wurden gefunden und ob die überhaupt diese Waffen hätten bei sich führen dürfen, das sei jetzt mal sehr dahingestellt. Was sagt ihr zu dem Thema? Kennt ihr den Rapper eigentlich und wie findet ihr diese Aktion? Findet ihr sie belustigend? Ihr sagt, hahaha, voll cool, voll witzig. Oder sagt ihr, pff, das geht absolut gar nicht. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wir tauschen uns wie immer unten in den Kommentaren aus und dann sehen wir uns bei einer der nächsten Videos wieder. Tschüss und ciao!